bin's wieder, Käse neu heran. Hier mit meinem Let's Play von Ghost Trick, Phantom Detective. Und beim letzten Mal sind wir in seiner Zelle angekommen. Den Typen, den Lynn immer wieder anruft. Und von dem es heißt, dass er seine Frau umgebracht haben soll. Fotos, was? Ich frage mich, ob sie seine Familie zeigen. Auf diesem scheint eine junge Frau zu sein, die ein Baby hält. Ihre Gesichter wurden mit schwarzer Farbe überdeckt. Hat er es aus Hass getan oder aus einer anderen Empfindung heraus? Zum Glück muss ich das jetzt nicht wissen. Aber interessieren würde es mich schon. Aber ich kann diesen Zeitungsartikel untersuchen. Ein Zeitungsartikel, der ausgeschnitten wurde und eingerahmt. Leider kann ich ihn nicht lesen. Der handelt bestimmt vom D99-Fall. Mann ermordet Ehefrau oder so ähnlich. In dem Artikel ist ein Bild des mutmaßlichen Schuldigen zu sehen. Jawohl, das ist wirklich dieser Häftling. Also, der morgige Arbeitsplan von Häftling D99. Die Informationen, nach der Lynn sucht, sollte auf dieser Tafel stehen. Leider habe ich die Fähigkeit zu lesen verloren. Aber jetzt bin ich trotzdem hier. Ich könnte ihn mir wenigstens mal ansehen. Hä? Was könnte das zu bedeuten haben? Auf der Tafel steht überhaupt nichts! Ich glaube, auf den Tafeln der anderen Häftlinge stand eh etwas geschrieben. Aber diese Tafel ist so sauber und leer wie an dem Tag, an dem sie dort aufgehängt wurde. Also habe ich die Antwort, nach der Lynn gesucht hat. Der morgige Arbeitsplan von Häftling D99 lautet nichts. Und ich glaube langsam immer mehr, dass meine Theorie stimmt, von wegen, dass der hingerichtet werden soll. Oh Mann! Würde diese Information irgendeine Bedeutung für Sie haben? Ich brauche das nicht zu wissen oder mich dafür zu interessieren. Zumindest denke ich im Moment so darüber. Unfähig zu lesen, hatte ich mich gefragt, wie das hier wohl ausgehen würde. Doch es gibt auch Dinge, die kann man lesen, selbst wenn man nicht lesen kann. Der morgige Arbeitsplan von Häftling D99 ist leer. Ich sollte Lynn diese wichtige Info so schnell wie möglich überbringen. Oh Mann. D99, Abendessen! Es gibt heute Abend ja ein richtiges Festmahl. Und wieso glaube ich, dass das die Henkersmahlzeit ist? Oh Gott! Ah, nein! Please! Lass mich doch einfach mal daneben liegen, ja? So wie immer! Ah, ich hab ganz verrückt nach diesem Hühnchen. Es ist nur schade, dass es ganz kalt und hart ist. Ich würde mal sagen, dass es schon vor etwa 2 Stunden gekocht wurde, dem Gefühl nach zu urteilen. D99? Ich weiß, dass es irgendwie sinnlos ist, das jetzt zu fragen. Aber ich will es dennoch wissen. Warum haben Sie es getan? Das stimmt. Es ist sinnlos, das jetzt zu fragen. Mein Fall ist kälter als dieses Hühnchen und ich wurde von allen vergessen. Mich selbst eingeschlossen. Kommissar Jode. Also dann. Lassen Sie mich in Ruhe essen, bevor das hier zu kalt zum Schneiden wird. Es gibt da eine Sache, über die ich mir schon lange Gedanken mache. Und zwar?
Wer ist der Mann auf diesem Gemälde? Oh, das. Wenn man im Gefängnis ist, fängt man irgendwann an, Gesichter zu vergessen. Wissen Sie? Also male ich Gesichter, die ich nicht vergessen will. Und dies ist das letzte dieser Gesichter. Was? Könnten Sie mich jetzt etwas alleine lassen? Lassen Sie einmal in Ruhe essen. Okay, sicher. Tut mir leid, Sie gestört zu haben. Was in aller Welt könnte das zu bedeuten haben? Warum steht da ein Gemälde von mir in der Zelle dieses Mannes? Wer genau ist dieser Häftling? Der Mann, in dessen Fall Lin ermittelt, malt ein Bild von mir in seiner Zelle. Ich muss Lin treffen. Schnell. Und nicht ihretwillen. Meinetwillen. Um dieses Rätsel um mich zu lösen. Na, der haut aber ordentlich zu. Aber trotzdem. Oh mein Gott! Dat Plot Twist, though! Mit diesem Telefon bekommt man keine Verbindung nach draußen. Und ich möchte Lin einige Fragen stellen. Ich muss einen Ort, der eine externe Leitung hat. Und zwar schnell. Ja, kein Problem, mache ich ja. Kein Thema. Dann gehe ich zum Wachraum. Er spricht das Hauptquartier. Wie ist der Status da drüben? Oh, Chef, Sie sind es! Die Vorbereitungen werden gerade getroffen. Es gibt keine Probleme, Chef. Wie lange dauert das noch? Noch eine Stunde, Chef. Verstehe. Dann machen Sie weiter. Oh, eins noch. Inspektor Cabanela wünscht, Sie zu sprechen. Ach, der! Nabend, hier spricht Cabanela! Wie geht's euch, Jungs, denn so? Inspektor Cabanela! Gut, Inspektor! Bei euch ging heute Abend wieder ein kleiner Anruf ein, oder? Von meinem Baby. Von Lin? Ja. Hatte mein kleines Mädchen vielleicht irgendetwas Interessantes zu sagen? Nicht wirklich. Sie hat fast sofort wieder aufgelegt. Ich verstehe. Wenn sie das nächste Mal bei euch anklingelt, lasst es mich sofort wissen. Braver Junge. Ja, Inspektor. Wenn ihr versucht, es zu vertuschen, werdet ihr es bestimmt sehr bereuen. Ja, Inspektor. Ich werde sie sofort anrufen. Sofort. Vergiss es nicht. Schließlich ist sie ein Flüchtling. Ja, Inspektor. Dann weitergemacht. Ich komme in Kürze vielleicht auf einen Sprung vorbei. Ja, Inspektor. Ich freue mich darauf, Sie zu sehen, Inspektor. Okay. Lin sollte jetzt auf dem Weg zum Hühnchenparadies sein. Aber der Anruf aus dem Polizeihauptquartier macht mich auch neugierig. Jetzt scheint es ziemlich klar. Der weiß gekleidete Inspektor verdächtigt Lin. Und man hält sie für einen Flüchtling. Das ist ganz und gar nicht gut. Sollte ich dem Polizeichef und dem Inspektor in Weiß mal einen Besuch abstatten? Und was hat der jetzt nochmal zu labern? Inspektor Cabanela scheint auch nach ihr zu suchen. Nach deiner Lin, meine ich. Inspektor Cabanela? Was sollte die Sonderkommission von Lin wollen? Ich weiß es nicht. Ich schätze, es ist etwas passiert, von dem wir nichts wissen. Ausgerechnet heute Abend. Inspektor Cabanela muss heute Abend ebenfalls aufgewühlt sein. Waren er und D99, ich meine Kommissar Jodes, nicht gute Freunde?
Bist du dir da sicher? Wenn sie so gute Freunde waren. Wie kommt es dann, dass Inspektor Cabanela ihn nie besucht hat? Er ist doch der Leiter der Sonderkommission, eben ein vielbeschäftigter Mann. Was ist los? Jout war mein Held, weißt du? Wegen ihm wollte ich Kommissar werden. Und jetzt sieh mich an! Ich war Gammler an einem solchen Ort. Und ich kann nicht mal etwas tun, um Lin zu helfen. Was fange ich nur mit meinem Leben an? Diese neue Seite an dir ist irgendwie liebenswert. Bitte sag mir jetzt nicht, dass das zu einem schlechten Yaoi wird. Jedenfalls solltest du jetzt daran arbeiten, das in Ordnung zu bringen, was du kannst. Stück für Stück. Wie etwa dein Kartenhaus. Es ist eingestürzt, weißt du? Externe Leitung, genau. Das interessiert mich aber jetzt auch ziemlich. Ich schneide da nur mal ganz, ganz kurz rein. Und dann geht's zum Hütchenparadies. Die Vorbereitungen drüben im Gefängnis scheinen reibungslos zu verlaufen. Was, Inspektor Cabanela? Wir waren nur ein wenig zu spät. So nah dran, was, Inspektor? Wir haben noch ein wenig Zeit übrig, Chef. Nicht viel, aber etwas. Wir haben Punkt X die ganze Nacht lang umzingelt. Wenn er auftaucht, schnappen wir ihn uns. Dann können wir es noch schaffen. Übrigens, wie sieht es mit dem anderen Fall aus? Dem Schrottplatzmord? Sie war es. Zweifellos. Sie ist ein böses kleines Baby. Verschwindet einfach so von der Bildfläche. Ich frag mich, wohin sie zum Spielen gelaufen ist. Was hat er gerade gesagt? Sie war es. Hab ich richtig gehört? Ich denke, sie haben über den Schuldigen gesprochen, der mich umgebracht hat. Unmöglich. Das ist nicht gut. Ich glaube es einfach nicht. Warum würde sie so etwas tun? Ich fürchte, das kann ich Ihnen nicht beantworten, Chef. Ich glaube es noch weniger als Sie. Und dennoch. Nachdem wir das gesehen haben, bleibt uns vielleicht keine andere Wahl, als es zu glauben, Baby. Ist das das Band der Überwachungskamera, das die Sonderkommission gerade gebracht hat? Ich kann nicht leugnen, dass dies ein ziemlich handfester Beweis gegen Sie ist. Ah, Beweise. Nichts ist besser als das, Baby. Warum ausgerechnet jetzt ein Mordfall in einer so wichtigen Nacht? Ich glaube, Sie haben es verkehrt herum, Chef. Jetzt ein Mordfall, eben weil es so eine wichtige Nacht ist. Bevor ich Lin im Hühnchenparadies treffe, sollte ich mir nicht entgehen lassen, was ich hier an wichtigen Informationen finde. Ziemlich handfester Beweis, sagt er. Das muss ich mir ansehen. Aber es ist komisch. Warum habe ich nur so ein schlechtes Gefühl bei dem Band? Ich auch. Heben. Okay, dann wollen wir doch mal. Lautsprecher, eine Leinwand. So, dann wollen wir doch mal. Und die Fernbedienung. Und das interessiert sie einfach mal kein Stück.
LOL. Der Schrottplatz, auf dem ich starb, hatte eine Überwachungskamera. Und sie hat den Zeitpunkt meines Todes perfekt eingefangen. Und was das Band mir zeigte, ist die grausamste Wahrheit, die man sich nur vorstellen kann. Okay, dann zeig mal her. Okay. Aha. Sie reden? Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie ich erschossen wurde. Von Lin. So viel zu meinem einzigen Hinweis. Ich fühle mich, als wäre ich erneut gestorben. Eine Sache geht mir aber nicht aus dem Sinn. Lin saust auf dem Band so überrascht aus. Was in deiner Welt habe ich zu ihr gesagt? Die Wahrheit bleibt die Wahrheit, egal wie oft sie sich ansehen, Inspektor Cabanela. Das war nicht ich, der das Band eben abgespielt hat, Baby. Oh, übrigens, Inspektor Cabanela. Auf diesem Band ist etwas, was mir Sorgen bereitet. Und was wäre das, Chef? Ich bin ganz Ohr. Ich habe mir auch alle Bilder vom Tatort angesehen, aber der Ort, an dem das Opfer erschossen wurde, und der Fundort der Leiche sind eindeutig verschieden. Hey, er hat recht. Das ist seltsam. Der Auftragsmörder in Schwarz war es, der mich nach unten gestoßen hat. Aber ich habe das Schicksal verändert, bevor er mich stoßen konnte. Doch da bin ich im unteren Stockwerk. Aber wie? Ich habe die Antwort auf Ihr Rätsel genau hier, ein paar Minuten nachdem der Mord stattfand. Moment, die Katze? Das war die Tasche, die ich getragen habe. Also, die Sissel getragen hat. Und da war eine Katze drin? Ist das eine schwarze Katze? Sie haben es erfasst, Baby. Ein kuscheliges Kätzchen hat unseren Tatort durcheinander hergebracht. Und dann ist der kleine Katzenkriminelle in die Dunkelheit der Nacht verschwunden. Sieht aus, als ob sich mein Schicksal, ins untere Stockwerk gestoßen zu werden, nur sehr schwer ändern ließe. Hier springt Punkt X! Bitte kommen, Chef! Hier spricht der Polizeichef. Ist er aufgetaucht? Nein, Sir. Noch nicht, aber... Idiot! Ich sag Ihnen doch, dass Sie den Punkt nicht benutzen sollen, sofern es nicht wichtig ist! Aber es ist wichtig, Sir. Jemand anderes ist aufgetaucht. Unser Kommissarsneuling, Lin. Was? Sehen Sie wirklich mein Baby dort drüben? Ich habe gehört, sie sei auf der Flucht. Was soll ich tun, Chef? Was sagen Sie, Inspektor? Herr Kommissar, schaffen Sie mein Baby von Punkt X weg! Tun Sie es jetzt, Mann, und dann halten Sie sie fest. Ja, Sir, ich werde Sie jetzt holen gehen, Sir. Was hat das zu bedeuten? Warum sollte Lin bei Punkt X auftauchen? Die Sonderkommission hat 6 Monate gebraucht, um diesen Ort ausfindig zu machen. Weiß ich nicht, Chef.
Aber ich würde sagen, dass das kein Zufall war. Vielleicht. Was ist passiert? Herr Kommissar, melden Sie sich! Uh-oh. Was jetzt? Was ist denn diesem Mal passiert? Verdammt! Das verlangt nach einem Anruf bei Punkt X. Wenn Sie erlauben? Oh mein Gott. Jetzt muss ich natürlich nur wieder rüber. Übrigens, jetzt fällt es mir gerade auf. Wieso zieht er seine Schuhe aus? Lynn ist also an einem gewissen Punkt X aufgetaucht. Aber ich dachte, dass er auf dem Weg zum Hühnchenparadies ist. Was geht da vor sich? Aber eins ist klar, gerade ist etwas Großes geschehen. Ja. Okay, dann wollen wir mal den Anruf verfolgen. Was machen Sie denn? Schwingen Sie Ihre Backen hierher. Was haben Sie gesagt? Jetzt verstehe ich es endlich. Ich weiß endlich, wie es unseren armen, hungrigen Kunden ergeht, deren Essen zu spät geliefert wird. Entschuldigen Sie. Aber ich bin doch mit dem Hühnchenparadies verbunden, oder? Was? Sprechen Sie nicht mit der Polizei? Der Polizei? Ist dort etwas geschehen, seitdem Sie Hilfe benötigen? Ob hier etwas geschehen ist, fragen Sie? Es ist eher so, dass hier nichts mehr übrig ist. Ich muss weg! Warten Sie! Warten Sie! Bei ihm lag jemand. What? Was ist los? Etwas, das ist los. Irgendetwas ist auf jeden Fall los. Und dieses Etwas ist weit mehr als nichts. So viel steht fest. Danke für den Tee, Chef. Ich mach mich da mal auf den Weg. Gehen Sie zu Punkt X? Punkt X, hm? Das überlasse ich den Jungs. Es gibt einen anderen Ort, an den ich muss. Inspektor. Ihre Anwesenheit dort wird nichts ändern. Warum wollen Sie sich das antun? Ich habe eine Verpflichtung und an die werde ich mich bis zum Ende halten. Außerdem ist es noch nicht ganz vorbei. Stimmt, das ist wahr. Dann tun Sie, was Sie tun müssen. Der Typ mal aufhören, hier mit seinen Füßen da rumzukratzen und seine Schuhe wieder anziehen. Das ist... Der morgige Arbeitsplan von Häftling D99 war leer. Es scheint eine Ewigkeit her, dass ich das herausgefunden habe. Und nun ist mein Verstand noch leerer, als es die Tafel dort war. Lynn, mein einziger Hinweis und meine Partnerin hat mich erschossen. Was hatte das alles zu bedeuten? Ich weiß, wohin ich gehen muss, um meine Antwort zu bekommen. Das Hühnchenparadies. Der Punkt X, den die Polizei umzingelt hat. Und der Ort, an dem gerade etwas Großes passiert ist. Worin wird Lynn diesmal verwickelt sein, wenn ich sie dort finde? Andersrum. Will ich es wissen? I have no idea. Jedenfalls weiß ich schon mal, dass dieser Part wieder beendet wird. Egal ob positiv oder negativ, wer es auch mal gern gesehen hat, was weiß, wir sehen uns das nächste Mal wieder. See you guys!